Liebe Zuseher von RE1, traditionell sind wir heute schon wieder einmal am Campusumzug in Reute. Und weil ich in den letzten Jahren wirklich, wirklich sehr verschlagen worden bin, habe ich mir dieses Mal ganz, ganz große Unterstützung geholt, und zwar von Kirche. Kirche, du beschützt mich heute, versprich mir das. Also ich habe mir gedacht, du bist ja Mama geworden und deswegen brauchst du erst recht Unterstützung bzw. Hilfe, und auf mich kannst du dich verlassen. Das ein Mann, ein Wort. Also ich hoffe, du haltest dir so. Definitiv. Und was machen wir heute zum Umzug? Hast du dir was überlegt? Also ich hatte jetzt gesagt, jetzt begeben wir uns einmal da rein, wo sie sich umziehen. Und nachher hatte ich gesagt, vielleicht erwischen wir einen Wagen, dass wir wieder reinkommen. Und dann stürzen wir uns voll in die Menge. Passt. Gute Idee. Das machen wir. Los geht's. Liebe Zuseher, wir haben jetzt gerade zwei Mädels gefunden. Und wenn ich so in die Augen von denen zwei schaue, ein bisschen die Angst sieht man schon. Hast du Angst, Sarah? Ein bisschen schon. Warum? Naja, ja. Ich kenne ein paar Leute, die, ja. Die hat gesehen, sie schlagen mich. Nein, das tut man aber nicht, weil ihr seid eigentlich brave Mädels, oder, Chiara? Ich hoff's. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein. Wo stellt ihr denn hin während dem Umzug? Wir haben irgendwie ausgemacht, dass wir uns hinter euch stellen. Hinter uns? Ah, das ist aber gefährlich, weil wir sind genau mittendrin, gell, Gabi? Ach so, kann ich mich stellen und so anmischen. Ja. Nein, Schwein, reden! Er hat gerade gesagt, er kommt gerade direkt aus der Hölle und er freut sich jetzt schon auf den Umzug. Und wieso bist du so groß? Warum sind die in der Hölle alle so riesig? Er hat gerade gesagt, das ist einfach so, weil sie da gute Nahrung, gutes Essen haben und ja, eine gute Zucht. Okay, Gott rennt wieder zurück in die Hölle, oder was hat er noch vor? Also zuerst wird er mal den Umzug gemacht, nachher gescheit gefeiert und nachher geht es wieder zurück in das Warme. Ja? Und nehmen wir da ein paar Mädels mit, oder sind da eher so auf die klonen Jungs? Ja, schon eher die Mädels, ja. Hat jetzt auch gesagt, ja. Zwischenbilanz, wir sind bei der vierten Gruppe ungefähr und die haben jetzt wirklich noch einen zweiten Beschützer gefunden. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt kann es losgehen. We'll be right back.
Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, kennen wir Gott sei Dank einmal. Gabi, bist du zufrieden mit deiner Aufsicht? Meine Aufsicht ist hervorragend. Das meiste hast du jetzt zugekriegt. Deine Unterschenkel werden schon taub sein, oder? Das wäre teuer, das sage ich dir, gell? Du, egal. Aber jetzt sind wir dabei, die Lechtler-Teufel. Jetzt fahren wir mal ein Stückchen mit und schauen mal, was das Publikum rundherum macht, oder? Aber ganz fein, Gabi, weil da kriegen wir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack für die Hölle. Ja. Man streift uns da mehr zwar. Ich glaube, du wirst da sein, ich bin da weiter oben. Okay, ist kein Problem. Dann würde ich sagen, bei der nächsten Station sehen wir uns wieder. Ja, zum Laufen war es sehr gut, ein bisschen anstrengend, aber Umzug selber war toll. Du bist bei den Lechaschauer Teufel, ist das richtig? Ja, genau, Landjugend Lechaschauer. Wie viele waren ihr heute? Mei, um die 17, vielleicht, nein, 15. Jawohl, was passiert heute noch? Jetzt sind wir da beim Partyareal, jetzt wird noch ein bisschen getanzt, ein bisschen was getrunken. Eher schon weit und danach vielleicht mal schauen. Ich glaube, da sind noch ein paar Mädels, die möchten gerne was auf den Hintern kriegen. Ja, ja. Die können schon warten. Gut, wir sind jetzt angekommen, gesund und munter im Sachs-Areal. Ich habe es gerade umgebracht. Gabi hat mich sehr gefreut, die erste Doppelmoderation mit dir. Wie bist du zufrieden mit mir als Aufpasser? Du bist ein hervorragender Security, muss ich das jetzt so lassen. Freut mich natürlich. Ja, dann schauen wir. Hoppala, was ist jetzt los? War so gut, dass ich Security wäre sein. Ich glaube, ich bleibe echt gescheiter Lehrer. Hat mich gefreut, wenn Sie wieder eingeschaltet haben bei RE1. Ciao!